Herzlich willkommen zu einem neuen Stadtgespräch Böblingen. Wir sind wieder zu Gast in der Motorworld auf dem Flugfeld Böblingen-Sindelfingen. Und ganz herzlich begrüßen darf ich Rainer Kropf. Schön, dass Sie da sind. Hallo, Herr Zürn. Ja, Herr Kropf, Sie sind Leiter der Musik- und Kunstschule Böblingen. Was ist das für eine Einrichtung? Die Musik- und Kunstschule Böblingen ist ein Vier-Sparten-Haus mit Tanz, Theater, Musik und Kunst. Wir unterrichten von Babyalter, Eltern-Kind-Musik bis ins Seniorenalter, kooperieren mit allen Grundschulen, Gymnasien, sonstigen Bildungseinrichtungen hier in der Stadt Böblingen, haben ein sehr starkes Bildungsnetzwerk aufgebaut und haben ca. 2000 Schülerinnen und Schüler momentan. Wie war das jetzt in den letzten Wochen und Monaten? Kunstkultur ist ja stark betroffen von vielen Regelungen gewesen und zum Teil ja immer noch. Sie haben also schön den Satz gesagt, wir waren nie weg, wir waren immer da. Wie muss man sich das vorstellen? Ja, unser Slogan, wir sind hier, der hatte tatsächlich die ganze Pandemie Bestand. Wir waren nie weg, wir haben sehr schnell unsere Angebote, unseren Unterricht, damals schon im März vom ersten Lockdown 2020, auf Online-Unterricht umgestellt. Wir hatten vorweg schon seit 2018 eine Digitalisierungsstrategie begonnen. Und es hat uns natürlich in der Pandemie sehr geholfen, da nie weg zu sein. Und der Slogan, wir sind hier, haben wir mit verschiedensten Aktionen durchgezogen, die ganze Pandemiezeit. Und vor allem war uns wahnsinnig wichtig, und das zeigt auch dieser Slogan, die Kontinuität der Bildungsarbeit. Die Kontinuität der Bildungsarbeit für die Kinder, für die Jugendlichen und für die Eltern, Häuser zu Hause. Das war uns sehr, sehr wichtig. Aber jetzt ist ja bei der Kunst, vor allen Dingen, wenn man um Musik redet, über Tanz, das geht ja gar nicht ohne Kontakt. Und auch also wenn ich jetzt nur an Bläsergruppen denke oder an Tanztheater denke, wie haben Sie das gemanagt? Das kann ich ja nur ganz schwer mir digital vorstellen. Ganz ehrlich, wir konnten uns auch nicht vieles vorstellen oder wir konnten uns nicht das alles vorstellen, was überhaupt möglich ist. Die Pandemie hat uns ja genau das gelehrt, dass wir gewisse neue Grenzen überschreiten, neue Erfahrungen machen. Und Sie haben das Beispiel Tanz genannt. Das geht eigentlich sogar relativ gut noch online zu Hause im Wohnzimmer. Es gibt aber Bereiche, wo man natürlich auch an Grenzen kommt. Im Kunstunterricht zum Beispiel, da haben wir dann Kunstpakete geschnürt, die nach Hause gebracht oder geschickt und dann gemeinsam zu Hause mit den Kindern online Kunstwerke erstellt, gebastelt, mit Materialien gearbeitet, die die Kinder dann zu Hause hatten. Orchester, Chöre, das ist alles ein großes Thema. Und natürlich, egal wie viel man sich anstrengt, wie kreativ man auch immer ist, es gibt dann natürlich ehrlicherweise auch Grenzen. Gerade das gemeinsame Musizieren fehlt im Online-Bereich, über das Online-Medium definitiv. Das haben ja jetzt manche Vereine und Institutionen ja noch versucht zu überbrücken, indem eben beispielsweise alle gemeinsam vor ihrem Rechner musiziert haben, dasselbe Stück gespielt haben und das gestreamt haben. War das für Sie auch ein Thema, so irgendwie zu überbrücken? Weil Auftritte gehören ja nun auch dazu. Sie haben ja eine Menge Ensembles, sage ich mal, die regelmäßig das Kulturleben der Stadt und darüber hinaus beleben. Das ist richtig. Und da sind wir auch genau bei der Grenze, an die man kommt und die man ausreizt mit Online-Formaten, mit Online-Formen, die online möglich sind. Aber das gemeinsame Musizieren ist aufgrund von dieser Latenz, die besteht, nicht möglich. Also das heißt, wenn Sie zu zehnt vor dem Bildschirm gemeinsam ein Stück gespielt haben, sollten eigentlich die meisten ihr Mikrofon aushaben, sonst wird es ein Chaos. Das heißt, es wurde teilweise von Lehrkräften dann im Ensemble jemand dazugeschalten, der hat dann was vorgespielt, die anderen haben dazugespielt, ein Playback lief ab dazu, alle haben dazugespielt. Verschiedenste Formen haben wir probiert, um die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, sagen wir mal, auch wirklich weiter zu fördern und zu fordern, bestmöglich mit diesem Online-Medium, die wir hatten. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich sehr schwierig, die Leute auch bei Laune zu halten dann, also die Eltern, die Kinder. Wie war das jetzt bei Ihnen? Haben Sie viele verloren? Sind die Klassen kleiner geworden? Sind viele ausgetreten? Werden die Kurse nicht mehr so gebucht? Da sind wir Gott sei Dank sehr gut durch die Pandemie gekommen. Dank, wie ich finde, durch unseren großartigen Einsatz von dem ganzen Team, das sich auf das Abenteuer mit diesen Online-Medien eingelassen hat, sehr stark eingelassen hat. Wir haben kaum Abmeldungen verzeichnet.
Vielleicht liegt es aber auch daran, wenn man die andere Seite sieht, der Eltern. Wir haben eine große Dankbarkeit der Eltern erfahren, dadurch, dass wir diese Kontinuität hatten. Es gab Phasen der Pandemie, wo die Musik- und Kunstschule oder Unterricht der Musik- und Kunstschule war, das Einzige war, was kontinuierlich weiterlief. Also die Sportvereine, die nicht mehr stattfanden am Nachmittag, sämtliche Aktivitäten, Kinder und Jugendlichen waren ja offline oder dann online. Schule war zu und die Musik- und Kunstschule oder der Unterricht war so das Einzige, was jede Woche dann auch zum gleichen Zeitpunkt lief. Daher, glaube ich, rührt auch diese Dankbarkeit. Daher kommt auch, sagen wir mal, der Erfolg, wenn man es als Erfolg bezeichnen darf, dass wir da kaum Abmeldungen verzeichnen können. Prima. Vielen Dank bis hierher, Rainer Kopf. Gleich nach einer kurzen Pause, meine Damen und Herren, erfahren Sie noch was von einer ganz coolen Challenge, die die Musik- und Kunstschule gemacht hat. Bleiben Sie dran. Regio TV. Willkommen zurück zu unserem Stadtgespräch Böblingen, heute mit Rainer Kopf, dem Leiter der Musik- und Kunstschule Böblingen. Ich habe es gerade schon vor der Pause gesagt, Sie haben zwei ganz spannende und auch, wie ich finde, wirklich coole Aktionen gemacht. Ein Wettbewerb mit der Musikschule Sindelfingen, was war das denn? Wir haben das Thema, was Sie vorhin schon genannt haben, so ein bisschen bei Laune halten, alles, was online möglich ist, versucht auch wirklich zu forcieren und haben da mit einem Klingelton-Wettbewerb und einer Überminuten-Challenge zwei Akzente gesetzt, die sehr gut ankamen und auch im Nachhinein als sehr erfolgreich bezeichnet werden können. Auch sehr viel Spaß gemacht haben mir persönlich. Ich habe dann teilweise die Videos geschnitten und im Video kleinen, nicht professionellen Videoschnittbereich viel gelernt. Die Überminuten-Challenge, es ging darum, dass wir gesagt haben, jeder meldet seine Überminuten zu Hause. Jedes Kind, jeder Jugendliche meldet seine Überminuten der Lehrkraft, der Musikschule und wir zählen einfach mal, wie viele Minuten geübt wurde. Und da kamen, sage ich Ihnen, einige Tage und Stunden zusammen. Das war auch sehr schön. Und vor allem sehr schön war, dass am Anfang war die Musikschule Sindelfingen und Böblingen, waren uns nicht ganz sicher, gibt es da einen Favoriten, der dann ganz schnell wegzieht. Oder es war tatsächlich bis zum letzten Tag sehr, sehr knapp. Und für alle, die mitgemacht haben, denke ich, sehr motivierend. Ja, spannende Sache. So etwas Ähnliches gab es ja im Sport auch, wo die Städte gegeneinander sozusagen Kilometer gesammelt haben. Sehr spannend. Sie haben sich auch sehr stark vernetzt. Also Sie sind sowieso schon stark vernetzt. Aber in dieser Zeit, denke ich, ist das noch etwas intensiver gewesen. Was haben Sie da gemacht auf Landesebene mit anderen Musik- und Kunstschulen im Verband? Ja, ich habe den Austausch oder wir haben den Austausch sehr gefördert. Unter Musikschulleitungen, einfach weil alle in derselben Situation steckten. Also eine völlig neue Situation, Online-Unterricht. Geht das? Was geht? Wie geht's? Best-Practice-Beispiele suchen. Ich denke, da hat man sehr viel Vorteil auch selber, wenn man bei anderen Musikschulen fragt, wie macht ihr das? Und diese Best-Practice-Beispiele haben wir auch immer wieder gesammelt in verschiedenen Meetings und dann ja, für sich eben geschaut, ob da was dabei ist, auch für die eigene Musikschule. Ja, der Blick über den Tellerrand hilft immer wieder. Jetzt haben wir Mitte Juni. So langsam ist wieder was erlaubt. Wie sieht es bei Ihnen aus? Wir sind auch ganz glücklich, nicht nur, weil die Inzidenzzahlen Tendenz auch sehr stark bleibend, niedrig bleibt und auch fällt, sondern weil wir auch öffnen dürfen. Wir haben Unterricht bis 20 Personen mit allen AHA-Regeln oder AHL-Regeln natürlich weiterhin, die wir umgesetzt haben. Aber Unterricht bis zu 20 Personen, je nachdem mit Abstand, trotzdem ist eine große Erleichterung für uns, dass wir alles wieder in Präsenzform unterrichten dürfen und dass in unseren Räumen oder in der Herrenberger Straße 31 beispielsweise auch wieder Musik erklingt, das Haus sich mit Leben füllt. Das ist wesentlich schöner, als wenn es ganz ruhig ist um die Musik- und Kunstschule. Ja, das schließt sich ja eigentlich aus. Ruhe und Musik ist ja mit Geräusch verbunden, die Musik normalerweise. Wenn jemand sich jetzt informieren möchte, was es bei Ihnen alles so gibt, auch vielleicht mal Ihr Haus besuchen will, ist das schon wieder möglich? Oder wo kann ich das dann tun? Wo kriege ich die Informationen her? Wir versuchen unsere Online-Kanäle, also Website. Wir haben eine eigene Musik- und Kunstschul-App auch entwickelt mit einer Videoplattform, mit Nachrichtenaustausch, mit aktuellen
Themen, die dort bereitgestellt werden. Aber ich denke, die Homepage ist das Aktuellste auch. Und dadurch versuchen wir mit Aktionen, Sie hatten vorhin die Wir sind hier Aktion, die letzte Wir sind hier Aktion war die Musik- und Kunstdetektive. Wir haben Musik- und Kunstdetektive Viola und Octavius gegründet und entwickelt, die, ich glaube, insgesamt 21 verschiedene Fälle in unserem YouTube-Kanal auch darstellen, zum Lösen mit einem kleinen Rätsel für Kinder jeweils darstellen. Und YouTube-Kanal ist bei uns auch sehr gut gefüllt mit sehr vielen Aktionen. Da kann man sich auch ein tolles Bild über unsere Arbeit der Musik- und Kunstschule machen. Ja, Ihren Tag der offenen Tür konnten Sie ja auch bislang noch nicht so durchführen wie sonst. Aber auch das geht digital, also man kann sich ja da einiges anschauen bei Ihnen. Genau, wie gesagt, entweder auf dem YouTube-Kanal kann man sich einen sehr guten Eindruck machen, verschiedenen Instrumenten, Vorstellungen und den Tag der offenen Tür, den Sie angesprochen haben, den werden wir vielleicht auch nochmal wiederholen, dass wir online über Zoom einfach die Beratung, die Instrumente zeigen, die Lehrkräfte sich vorstellen, Kinder gehen auch nach Personen sehr viel und das hatten wir jetzt einmal gemacht, das war sehr erfolgreich mit 150 Teilnehmern auch, Interessierten. Und wer weiß, vielleicht machen wir das auch noch mal vor dem nächsten Semester. Ganz kurz zum Schluss noch, wenn man jetzt sagt Musik- und Kunstschule, das ist nicht nur was für Kinder. Ja? Also es können ja auch Erwachsene mal sagen, ich will mal lernen, Schlagzeug zu spielen oder Trompete wäre cool. Die können zu Ihnen auch kommen und auf Unterricht buchen. Auf jeden Fall. Oder beide sogar. Eltern-Kind. Also dass ich sage, mein Kind möchte ein Instrument anfangen, dann fange ich auch eins an. Eine bessere Motivation gibt es nicht. Also wir haben keine Altersgrenze und unsere älteste Schülerin ist, glaube ich, weit über 70. Ah, großartig. Ja, Musik verbindet, Kunst verbindet. Vielen Dank in dem Sinn, Rainer Kropf. Es klingt spannend, was Sie alles gemacht haben in dieser schwierigen Zeit. Und es ist auch schön zu hören, dass es doch überwindbar ist, meine Damen und Herren. Das war sicher so ein Mutmachergespräch für Sie. Bleiben Sie dran, schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal.